Okay? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Psyrids TV. Mein Name ist Franziska und ich bin wieder in Musical-Bereichen hier unterwegs. Nicht im Festspielhaus, wie man sieht, und nicht alleine. Neben mir sitzt schon wieder ein König. Jetzt sage ich schon wieder. Wer es mitverfolgt, immer wieder reinschauen in die Reihe. Wir sind nämlich unterwegs für Ludwig, den König, oder Ludwig hoch 2, das Musical. Und der junge Mann neben mir, der Jan Rekestis, der spielt unter anderem die Titelrolle, ja, König so Ludwig des Zweiten. Aber du warst auch schon als Graf Dürkheim, als Adjutant zu sehen. Ja, wie lange bist du denn jetzt schon bei dieser Ludwig-Familie dabei, Jan? 2018. Im Sommer 2018 hat es angefangen, genau. Also noch nicht so lang wie ich jetzt natürlich mit meinen 15 Jahren, die ich da schon auf dem Buckel habe. Da bist du schon länger dabei. Da habe ich dir was voraus. Jan auch, ja. Genau, richtig. Und was führte dich damals dorthin? Gab es Auditions oder wie bist du da jetzt dazu gekommen zu dem Stück? Da hatte ich tatsächlich großes Glück, dass das über die Agentur lief, weil also der Jan Ammann und ich, wir sind in derselben Agentur. Und da wurde ich sozusagen vorgeschlagen oder empfohlen. Und dann hat man mich da so eingeschleust quasi. Die haben das dann schnell abgesegnet. Das ist natürlich toll, wenn man so einen Job so bekommen kann. Und haben da unserem Manager sehr vertraut. Ja, und die waren dann zufrieden und dann haben sie mich gleich nochmal engagiert. Was gibt's Besseres, ja, oder? Genau. Das heißt, Können und Qualität setzt dich durch in dem Fall dann. Hast du dich denn auch mit dem historischen Ludwig im Vorfeld beschäftigt, damit man so eine Rolle authentisch auch spielen kann? Ja, also ich muss sagen, klar, so die Eckdaten und wie der so ein bisschen getickt hat, Bücher gelesen, aber eigentlich wollte ich auch nicht zu sehr diese historische Figur widerspiegeln, sondern wollte gucken, wie viel Ludwig steckt in mir, sodass es irgendwie auch authentisch sein kann. Und da habe ich mich im Vorfeld sehr mit seiner inneren Zerrissenheit eigentlich beschäftigt. Und ich glaube, das hat dann sehr gut funktioniert, diesen Weg zu gehen. Was hat ihn ausgemacht für mich, in mir sozusagen? Und ich glaube, es hat ganz gut geklappt dann. Absolut. Also du bist mittlerweile wirklich in dieser Rolle nicht mehr wegzudenken, sage ich immer. Und du verkörperst vor allem den jungen Ludwig ganz, ganz echt. Und ich glaube, da rollen bei vielen die Tränchen, wenn dann auch deine Rede kommt als junger König. Und wie viel Ludwig steckt denn in dir? Jetzt hast du es gerade so auch gesagt. Also gibt es wirklich da gewisse Ähnlichkeiten? Ich glaube, man kann in jeder Rolle ein bisschen was von sich finden. Aber ich glaube... War er ja so der Pazifist, der Illusionär, der Visionär, alles, gell? Also natürlich hat man, oder habe ich nie die Möglichkeit gehabt, so groß zu denken in seinem Adelsstand. Aber ja, diese innere Zerrissenheit vor allem habe ich dann doch bei mir als Künstler, hoffentlich jetzt nicht zu sehr vorurteilt, aber versucht, das zu finden. Und ich glaube, das ist auch sehr in mir drin. Gibt es denn auch so eine Szene oder mehrere Szenen im Stück, die dich jetzt, egal wie oft du das spielst, immer wieder faszinieren oder emotional ganz arg berühren? Ja, also ich mag die beiden Monologe sehr gerne, die da drin stecken. Also gerade auch die Krönungsrede. So. Ja, da habe ich, glaube ich, also das ist auch toll, dass man das quasi vor diesem großen Publikum in dem Festspielhaus dann auch wirklich hat man da sein Publikum, das man ansprechen kann sozusagen. Das ist schon eine sehr schöne Erfahrung. Ja. Jetzt hast du in deinen jungen Jahren schon ganz viel geleistet. Nicht nur Ludwig, er war nämlich auch schon in vielen anderen Stücken zu sehen. Jetzt muss ich kurz spiegeln. Du warst im kleinen Horrorladen, in Footloose, in Anna Tefka, Rocky Horror Story, also praktisch Rocky Horror Show. Ja. Wir haben so viele Sachen hier noch. In dem Fall, welche Rolle war denn bisher so die herausforderndste für dich? Gab es da also, was Spezielles? Die letzte war Tony in West Side Story und da... Ja, ich habe gedacht, das dauert noch ein paar Jahre, bis ich diese Rolle spielen kann, auch vor allem gesanglich. Und dann ist es aber letztes Jahr in Erfüllung gegangen sozusagen. Und die ist schon sehr anspruchsvoll, die Rolle. Also gesanglich wie auch spielerisch. Und ich mich sehr darauf gefreut. Und ja, das war schön. Dann stehst du ja gerade mit Jan Ammann zum Beispiel und mit vielen anderen, sag mal, hochkarätigen Darstellern auf der Bühne, auch bei Sound of Music Konzerten. Das ist ja auch immer was ganz Schönes, dich dann auch mal hier zu sehen, vielleicht auch in ganz anderen Genres, vielleicht auch, was du sonst gar nicht so auf der Musicalbühne bisher gesungen hast. Ja.
Was gibt's denn da zukünftig von dir? Gibt's vielleicht eine Solo-CD? Kann man da noch mehr Konzerte mit dir erleben? Ja. Jetzt ist die Zeit, Werbung zu machen. Also es steht auf dem Plan. Es ist, aber ich glaube, also Andreas, mein Manager und ich, wir haben schon zusammen gesponnen, was wir da machen können. Mhm. Jetzt durch Corona war natürlich alles so ein bisschen, wie machen wir das? Schieben wir es lieber ein bisschen auf. Und, aber ich glaube, wir haben da beide Lust zu und da wird bestimmt bald was passieren. Mhm. Ja. Stichwort Corona, noch die eine Sache. Oh ja, jetzt, oh Gott, jetzt muss, müssen wir gleich schon rüber ins Festspielhaus. Der gleich ins Festspielhaus ja. zum Proben. Aber deswegen, Corona, wie hat sich das bei dir so ausgewirkt, diese Krise? Das heißt, hast du da bestimmt wie alle anderen Künstler ja. ganz schön drunter gelitten? Ja, ich muss sagen, finanziell bin ich zum Glück ganz gut weggekommen. Das, die Oper in Bonn hat uns voll bezahlt. Mhm. Also da ist auch wirklich Hut ab. Da waren wir alle sehr, sehr dankbar für. Von daher, das war nicht so das Problem. Und man, ich war noch nie so lange zu Hause. Das ist Fluch und Segen zugleich. Stimmt, ja. Aber wie schön es war, war es auch irgendwie seltsam und auch natürlich ein bisschen traurig, weil man sich dann doch auch mit dem Beruf identifiziert. Aber ja, man kommt ein bisschen auch zu sich. Also es war auch eine sehr gute Seite, finde ich. Ja. Dann die letzte Frage, dann darfst du gleich springen. Ja. Welche herausfordernde Rolle gäbe es für dich denn noch? Was würdest du gerne noch spielen wollen? Du hast schon so viel erreicht. Ja. Was wäre dein Ziel hier? Also die Rocky Horror Show, die sollte stattfinden, aber wurde jetzt um ein Jahr verschoben. Und da bin ich auch sehr gespannt und aufgeregt. Und das ist nochmal was ganz anderes und da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das wird auch eine große Herausforderung. Ja. Weißt du, was ich vermutet hätte? Fast alle sagen immer Graf von Krolok. Ah, ja. Fast alle sagen da Graf, ja. aber bei dir jetzt hier gerade, ich muss sagen, eine andere Rolle. Ich kann mir das vorstellen. Ich bin, um ehrlich zu sein, nicht der größte Tanz der Vampire-Fan. Oh, jetzt gibt es aber Seltenheitspotenzial. Ja, bitte verzeiht mir. Aber bei der Rolle natürlich, ja, ist schon schön. Mal gucken. Okay, deswegen, auch wenn du jetzt leider hier relativ schnell springen musst, ich denke, es gibt Fortsetzungen von diesen Interviews. Also deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Jan. Danke für deine Zeit, danke schön. Und wieder, ich sag's immer, Majestät, ne? Also von daher, wir sehen uns dann wieder in dem wunderschönen Festspielhaus. Und ihr schaltet natürlich wieder ein, wenn es dann heißt Psyrits TV. Und bitte Daumen nach oben, weil du hast ja auch Social Media Accounts. Genau. Und hier bitte immer liken, alles unterstützen, was möglich ist, ja? Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.